Leute, herzlich willkommen zu dieser neuen Aufnahme mit mir, dem Elimicraft HD. Und heute habe ich natürlich wieder mal ein tolles Video für euch vorbereitet. Und zwar, wie ihr es schon am Titel wahrscheinlich erkennen konntet, habe ich eine bekannte Person getroffen. Ja, ich weiß, ich habe eine bekannte Person getroffen. Und ja, es ist sehr interessant, die Story. Deswegen würde ich euch empfehlen, bis zum Ende zu bleiben. Ja, und ich würde sagen, ich schnack nicht lange rum. Und zwar fange ich direkt mit der Story an. Und zwar habe ich eine bekannte Person getroffen. Wer es ist, werde ich erst später sagen. Aber ich kann schon mal so viel sagen. Der eine oder andere kennt ihn von euch. Und es ist ein R, um mal schon mal so viel zu sagen. Und das Ding ist, war vor ein paar Jahren oder so. Ich weiß nicht genau, wann es war. Auf jeden Fall habe ich vor ein paar Jahren irgendwann mal in meinem Urlaub haben wir uns mal ein Hotel gebucht, was, sag ich mal, etwas, ja, in Anführungszeichen luxuriöser war, weil es halt gerade mit dem Urlaubsziel, sag ich mal, günstiger war, in Anführungszeichen. Also es war halt recht günstig dafür, dass man dort ja, übernachtet hat. Und deswegen dachten wir uns, okay, komm, gönnen wir uns einmal so einen Luxus und gehen doch da mal rein und schauen uns das alles so an, weil man weiß ja nie, was so da alles drin ist, weil ich dachte mir auch, okay, komm, ziehe ich mal so einen kleinen Vergleich zwischen normalem Hotel und so krassem Hotel. Und das Ding war, ihr könnt es euch vielleicht denken, ich war nicht der Einzige, der, sag ich mal, auf diese Idee kam, sich ein gutes Hotel zu mieten. Denn es war auch eine andere Person, und zwar die Person, über die ich heute reden möchte, hatte eben dieselbe Idee, scheinbar. Und das Ding ist, ich habe davon am Anfang nichts gemerkt, denn ihr müsst euch vorstellen, ich wir sind eingecheckt, haben uns das Zimmer angeguckt, so, die Stars, Ananas, hübsches Zimmer, muss man einfach sagen. Kann man nichts dagegen sagen, so wie es ist. Hübsches kleines Zimmer. Gemütliches Bett, muss man sagen. Also das war Baba-mäßig. Ja, dann haben wir uns ein bisschen die Stadt angeguckt, hier und da. Zack, zack, zack. Und sind dann zurückgegangen und dachten uns, okay, komm, lass für den Abend nochmal irgendwo in irgendein Restaurant gehen, so, weil wir sind heute den ersten Tag angekommen, lass irgendein Restaurant gehen und irgendwas essen, so auf jeden Fall. Und vorher schauen die aber nochmal in der Rezeption vorbei, denn uns wurde kein WLAN-Passwort gegeben. Und natürlich, wie ihr weiß, WLAN ist das Wichtigste im Hotel, weil was wäre ein luxuriöses Hotel ohne gutes WLAN? Ja, auf jeden Fall wurde uns dann, sag ich mal, WLAN gegeben. Plus, wir mussten noch etwas Organisatorisches klären. Ich will nicht da weit ausschweifen. Auf jeden Fall musste für dieses Organisatorische, musste meine Mutter noch was holen gehen, schnell. Und sie hat gesagt, ja, warte hier in der Lobby und ich bin gleich wieder da. So. Und ich denke mir so, okay, gut, gucke ich mich mal so um, was hier so für Leute rumlaufen, weil es haben noch ein paar Leute eingecheckt. Ich habe mir so geguckt und habe mir gedacht, okay, gut, sehen die denn so wie typisch reich aus oder sind das eher so, ja, sag ich mal, so ganz normale Leute, die draußen auf der Straße rumlaufen, so. Man weiß ja nie, so wie die Leute gekleidet sind, ob die mit Anzug reinkommen, ob die mit Jogginghose reinkommen. Weiß man nicht, kann man nicht sagen, so. Und ich sehe dann gerade, wie ein Pärchen reinkommt aus der Drehtür, weil das hat so eine Drehtür gehabt, im Eingang. Und ich sehe da so einen richtig krassen Boxer auf einmal, also einen gut trainierten Boxer mit Bart, gut gestylte Haare und er sieht gerade so aus, als hätte er irgendwie trainiert oder so, weil er hat ein Handtuch über seine Schulter gepackt. Ich denke mir so, boah, der sieht durchtrainiert aus und wie ein richtiger Boxer kämpft er irgendwie oder so. Da hat er jetzt irgendwie ein Boxtraining, kennt man den, weil ich glaube, den habe ich schon mal irgendwo gesehen. So. Und dann denke ich mir so, okay, woher kenne ich ihn? Ich gucke ihn mir so an, sehe so brauner Bart, braune Haare, besonders so ein bisschen kurze Haare, so ein bisschen Punk-Style könnte man das schon nennen. Und ich denke mir so, irgendwoher kenne ich doch diesen Typen. Also, aber woher denn? Und dann denke ich mir so, okay,
denke ich mir, und wirklich, das war der Funke in meinem Kopf, der auf einmal alles zum Rollen gebracht hat, weil ich sehe ihn so von hinten so ein bisschen, sehe so die restlichen Haare, alles drum und dran und von der Seite, und dann merke ich, denke ich mir so, der ist kein Boxer. Der ist einfach nur durchtrainiert und hat einfach nur so eine Boxerhose, weil der hat so eine Boxershorts angehabt und sein T-Shirt hat auch so ein Design, so ein bisschen boxermäßig, aber er ist kein Boxer. Und dann habe ich gemerkt, der Bro ist Rapper. Und der ein oder andere, der vielleicht die Beschreibung gerade gehört hat, kann sich gut vorstellen, welcher Rapper es sein könnte. Und zwar war es niemand anderes als der gute alte Chef, der Boss, Co-Fucking-Lega. Ja, ich weiß, der Boss, Co-Lega, einfach Kollege der Boss. Um das nochmal zu veranschaulichen, falls die Leute wirklich ihn nur unter dem Namen Kollege der Boss kennen und nicht einfach nur Kollege, ich weiß, ich relabe ganz viel. Auf jeden Fall, ja, denke ich mir so, das ist Kollege. Und ich schaue ihn mir wirklich von vor, also ich gehe nochmal die Bilder ein bisschen durch meinen Kopf, schaue ihn mir noch die restlichen 3 Sekunden an, denke mir so, Digga, das ist Kollege. Und das Ding ist wirklich, es ist einfach Kollege gewesen mit seiner Freundin. Und ich habe dann mal im Internet ganz schnell geguckt, ob er wirklich eine Freundin hat. Und laut Google ist er schon seit Jahren mit irgendeiner Frau verheiratet. Ich weiß zwar nicht, wie sie heißt und alles, aber scheinbar ist er mit ihr schon, ja, sag ich mal, seit längerem verheiratet. Und selbst auf Bildern, die ich gesehen habe, habe ich, ja, bemerkt, das ist genau die, die auch vor mir gelaufen ist. Also, das war genau 1:1 dieselbe Person. Und obwohl ich Kollege nicht erkannt habe, habe ich auf diesem Bild die Freundin erkannt und wusste direkt, Bro, das muss Kollege sein. Und in dem Fall muss ich wirklich sagen, Props geht auf jeden Fall raus an dem Bro, dass er da so einfach gechillt reinkommt. Die Sache ist natürlich, ich hätte mir irgendwo auch gewünscht, dass ich ihn vielleicht noch irgendwo anders antreffe, dass ich ihn vielleicht um ein Autogramm oder so bitten kann. Ich bin zwar kein Deutschrap-Fan, aber ja, ich weiß nicht. Aber vielleicht ist es auch unangebracht, weil ich meine, wir sind im selben Hotel und ich meine, er will ja auch irgendwo seine Privatsphäre. Ich weiß nicht, ob es für ihn okay wäre. Aber ich sag mal so, diese Story, warum ich sie überhaupt erzähle, um mal ganz kurz zu erzählen, warum ich die Story überhaupt erzähle, ist einfach aus dem Grund, weil ich hätte ihn ja auch auf irgendwie einem Konzert oder so treffen können oder sehen können, aber das muss man sich mal vorstellen. Er ist einfach ohne Security, ohne alles, einfach vor mir gelaufen und er ist ja, und ich saß wirklich direkt vor ihm, also ich saß auf so einer Wartecouch, so hab gewartet, ja, bis wir losgehen können, so, und sehe einfach vor mir, Kollege, wie er reinkommt, und das Witzige ist ja, er hat mich nicht mal angesehen, also ich weiß nicht, ob er vielleicht mich kurz vielleicht gesehen hat und dachte, oh, hoffentlich vielleicht kein Fan oder sowas, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall ist es mal was sehr Interessantes, weil ich habe noch nie in meinem Leben so wirklich irgendwie eine bekannte Person gesehen, die wirklich paar Meter vor mir läuft, ohne dass die Person von Fans umgeben ist. Und das hat mich auch sehr überrascht, weil ich hätte mir auch gut vorstellen können, dass irgendwie Fans sich vor dieses Hotel gestellt hätten oder so, wenn sie ihn rumlaufen sehen, weil ich sag mal so, dieses Hotel ist ja, sag ich mal, auch bekannt dafür, dass es luxuriöser ist und dadurch ist es auch offensichtlich, dass jemand wie Kollege eigentlich, wenn man ihn sieht, wie er da rumläuft, dass da auch einige Fans da laufen, aber scheinbar war es ja nicht so. Und wie gesagt, es ist mal was ganz anderes gewesen, weil sowas erlebt man ja auch nicht alle Tage, dass du auf einmal, ja, wirklich, wie gesagt, nur ein paar Meter, ein Rapper, Deutschrap-Star hast. Wie gesagt, ich bin in diesem dieser Deutschrap-Szene nicht drin, deswegen ja, habe ich ihn nicht sofort erkannt. Aber als ich ihn erkannt habe, war es umso krasser, weil ich habe mich gefragt, ja, ob er gerade nur so seine Zeit dort chillt oder ob er gerade irgendwie ein neues Musikvideo aufnimmt oder was auch immer. Und
Das Ding ist, ich habe ein paar Tage später erfahren, dass sogar noch ein ja, bekannter Musiker sich in diesem Hotel aufhielt. Ich sag mal nicht, wer es ist. Vielleicht sage ich das mal in einem anderen Video irgendwann mal. Aber heute sollte ich wirklich alles nur um diese Kollegah-Sache drehen. Und genau in diesem Moment habe ich mir wirklich die Frage gestellt, wie viele Leute sind in diesem Hotel, die ich nicht kenne, weder vom Gesicht, oder vielleicht vom Gesicht, aber von denen ich nicht weiß, dass sie dort sind. Weil wie gesagt, den zweiten Musiker habe ich gar nicht gesehen. Also der schien die ganze Zeit auf seinem Zimmer oder so zu sein und hat sich, sage ich mal, bewirten lassen. Also der hat sich wahrscheinlich Essen auf sein Zimmer gebracht, bringen lassen und so, weil der ja offensichtlich ein bisschen bekannter ist in Deutschland als ein Kollege, weil der halt nicht, sag ich mal, den Deutschrap macht, den halt nur Jugendliche bis Erwachsene hören, sondern auch, sag ich mal, ja, der eigentlich alle, ja, eine ganze Zielgruppe, also von jung bis alt, sag ich mal, ja, pflegt mit seiner Musik. Wie auch immer. Auf jeden Fall will ich auch nicht lange drum herum reden jetzt. Das war eigentlich so die Story, die ich heute erzählen wollte. War sehr, sehr interessant, einfach mal auf ganz casual jemanden wie Kollege einfach zu, ja, im Real Life zu treffen. Und man muss auch sagen, er ist ein richtiges Biest. Also wirklich, er ist ein gut gebauter, junger Mann, muss man sagen. Ich weiß auch gar nicht, wie alt er ist, um ehrlich zu sein, aber ist ein gut gebauter Bro. Also mit dem würde ich mich nicht anlegen. Habe ich mir auch direkt gedacht, der braucht keine Bodyguards, wenn sich jemand mit dem anlegt, der kann direkt schlafen gehen. Ja, wie gesagt, ich will nicht lange drum rumschweifen. Auf jeden Fall würde ich sagen, wer es ist vorhin, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke und joint meinem Discord, wenn ihr einmal dabei seid. Und ja, dann würde ich sagen, sieht man sich auch schon beim nächsten Mal wieder. Und dann würde ich sagen, ciao, Leute.